Der Redner am Weg zum Pult, Johann Singer, ÖVP. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizekanzler, Frau Bundesministerin, sehr geehrte Frau Präsidentin und sehr geehrte Herren der Volksanwaltschaft. Als Mitglied des Rechnungshofsausschusses möchte ich mich mit dem Rechnungshof als Bestandteil des Kapitels Oberste Organe beschäftigen, muss mich aber bei den Zuseherinnen und Zusehern zu Hause entschuldigen, dass wir sehr viele Themen jetzt abarbeiten. Das ist bedingt durch die Tagesordnung, die wir jetzt behandeln, und das bedingt halt, dass wir über sehr viele Themen reden. Zuerst die intensive Diskussion ist über den Sport, jetzt darf ich mich nochmals mit dem Rechnungshof beschäftigen. Der Bundesvoranschlag 2020 sieht, und das haben wir schon gehört, insgesamt für den Rechnungshof Ausgaben in Höhe von 36 Millionen Euro vor. Das ist eine Erhöhung um 3,83% gegenüber 2019. Damit wird bewerkstelligt, dass zusätzlich 3 Vollzeitbeschäftigte aufgenommen werden können, dass IT-Leistungen und Investitionen in die Gebäudesicherheit vorgesehen sind. Entscheidend, sehr geehrte Damen und Herren, ist, dass der Rechnungshof seine verfassungsgemäßen Aufgaben umfassend nachkommen kann. Und ja, nach meiner Ansicht ist das mit diesem Budget möglich. Aber wenn der Rechnungshof weitere Aufgaben erhalten soll, dann ist das auch natürlich entsprechend budgetär darzustellen. Die aktuelle Situation um die Corona-Krise trifft natürlich auch den Rechnungshof. Und Frau Präsidentin Kracker hat bereits am 10. April einige Punkte in einer Presseaussendung ausgeführt. Sie hat angesprochen, das Überdenken der Prüfansätze im Gesundheitsbereich, Stichwort Akutbetten in Krankenhäusern. Sie hat aber auch angesprochen, dass der Rechnungshof die in der Krise geschaffenen Wirtschaftshilfen prüfen wird. Sie meinte, ich zitiere, mir ist es wichtig, dass es keine unanständigen Profiteure der Corona-Krise gibt. Das Geld muss bei denen ankommen, die es wirklich brauchen. Diese Aussage möchte ich nur unterstreichen. Interessant ist für mich allerdings die Aussage der Opposition, dass der Rechnungshof aufgrund der Aussagen von der Frau Präsidentin im Ü1-Journal zu Gast den Wünschen der Opposition, insbesondere SPÖ, auf Prüfung der Coronavirus-Hilfsmaßnahmen Rechnung trägt. Die Aussendung des Rechnungshofes vom 10. April wurde offensichtlich ignoriert. Nicht Vereinnahmen, sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen der SPÖ, des Rechnungshofes ist gefragt, sondern Unterstützung. Und abschließend danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rechnungshofes für die qualitativ hochstehende Arbeit. Und sehr geehrte Damen und Herren, als Bürgermeister freue ich mich sehr über das Gemeindeinvestitionspaket der Bundesregierung. Mit Unterstützung der Länder wird es zur vollen Entfaltung kommen. Herzlichen Dank. Zu Johann Singer von der ÖVP.